Herzlich willkommen bei Wein am Limit, liebe Valinauten. Ich habe gut geschlafen, ich hoffe ihr auch. Deswegen haben wir uns heute, Sebastian und ich, uns überlegt, wir machen mal eine Blindprobe. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht und ich habe Bock drauf. Irgendwie, ich bin heute gut drauf. Der Tagesablauf war nicht zu anstrengend, nicht zu stressig. Es ist jetzt nicht 10 Uhr morgens. Wie spät haben wir, Sebastian? Oh, halb sechs. Halb sechs, alles klar. Na, du gehst in Feierabend, du gehst auch in Urlaub. Also wir müssen auch uns jetzt mal beeilen hier. Okay, warum Blindprobe? Naja, einfach ein bisschen, um die Sinne zu schärfen, zu schulen. Manche Leute machen das ja bis zum Exzess, also mit anderen Worten, fallen sozusagen um oder gehen zum Psychiater danach, wenn sie es nicht schaffen, die Weine blind zu erkennen und und. Ich sehe es relativ sportlich. Mir macht Spaß. Ich habe häufig schon mal recht gehabt. Ich habe aber auch häufig schon mal richtig daneben gelegen. Also am Ende geht es heute ein bisschen darum, wir wollen ein bisschen Spaß haben hier. Und wir haben es folgendermaßen gemacht. Ich habe gerade jemanden da gehabt, der hat ein bisschen Wein abgeholt. Und in der Zeit hat Sebastian sich drei Weine rausgesucht hier aus dem Wein am Limit Lager. Also sprich von ungefähr 300 verschiedenen Weinen, die wir im Shop haben circa. Ja, über 350 mittlerweile. 350 verschiedene Weine haben wir? Ist ja der Hammer. Also du hast ja drei ausgesucht. Ich habe gesagt, mach mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen, unsere eigenen Weine zu erkennen. Und ich kann sie auch noch bewerten. Ich kann ja sagen, wie ich sie wirklich finde. Ja. Ja? Also du hast den Weißwein ausgesucht, mein Lieber. Ne? Für den Anfang, das ist ja ganz gut. Brauchst du irgendwelche Informationen von mir? Nee. Erstmal nicht. Also das Einzige, es ist ein bisschen kühl hier drin noch, ein bisschen chilly. Ne? Ich will mich jetzt nicht rausreden, aber so, um Weine zu probieren. Von der Farbe her ist er schon recht intensiv, recht leuchtend. Scheint schon ein bisschen Power zu haben hier, der Stoff. Wow, das ist nicht einfach für mich, muss ich sagen. Alter Spalter, das ist auf jeden Fall ein sehr steiniger, sehr purer, sehr wenig fruchtiger Stil. Hat eine angenehme, prononcierte Säure, aber ist kein richtig säurebetonter oder saurer Wein und hat vom Schmelz her so, also vom Alkohol her, von der Fülle schon ein bisschen Power, schon also ein bisschen kräftiger, ein bisschen cremiger, aber bei einer sehr, sehr schönen Säure, von einer sehr schönen Säure balanciert hinten raus so Steinobstnoten, ganz irre, irres Teil. Und in der Nase wenig Frucht, auch wieder eher dieses Steinobst, so ein bisschen Mandel etc. Ich glaube, dass das kein Wein aus Europa ist. Das ist, glaube ich, für mich eher ein Wein, der aus der neuen Welt kommt. Und ein Wein, der, also wir haben ein paar Sachen aus der neuen Welt, nicht so viel im Sortiment, aber es ist zum Beispiel nicht der Neuseeländer oder der Kalifornier. Ich würde schon fast sofort, auch weil es diese gekochte Apfelnote hat, Chenin Blanc, und ich würde nach Südafrika gehen. Das ist so mein erster Eindruck, weil der Wein Fülle hat, der hat Power, der hat Wumms, hat trotzdem Frische, unglaubliche Mineralität. Schöne Säure hinten raus, die Säure ist allerdings ein bisschen höher. Also könnte ich mir vorstellen, ein Wein aus dem Swartland, das könnte was sein von Ibn Saadi zum Beispiel. Oder auch von Cartology, das sind so die ersten beiden. Wenn ich Südafrika denke, ist das nicht der Chardonnay, den wir haben. Die sind ein bisschen duftiger und auch ein bisschen anders vom Holz und auch nicht ganz so intensiv. Und es ist nicht Frankreich, es ist nicht dieser klassische Burgunder-Stil. Es ist nichts, was wir haben aus Portugal. Es ist auch nicht die Sachen aus Deutschland, die wir haben oder aus Spanien. Also, Südafrika, du kannst mir ein bisschen gleich helfen. Entweder Aalheid oder Saadi. Richtig? Südafrika ist richtig. Okay. Südafrika ist richtig. Und es ist weder Aalheid noch Saadi. Richtig. Dann muss es ja, das gibt es ja gar nicht. Das Clay Shales, das wäre ja irre. Also, nee, Moment. Das ist ja interessant. Wow. Aber dann ist es doch Chardonnay, ne? Ja, hätte ich nicht gedacht, weil er, aber es ist ein sehr dezenter Ausbau vom Holzfass, dann ist es die Agnes von Cristallo. Richtig. Ja. Sehr gut.
Aber wie gesagt, ich nicht gedacht, dass. Ich hätte echt gedacht, dass es mehr so von der Richtung schon diese Chenin Blanc Note ist. Also Südafrika, Kristallum. Oh, sehr gut ausgesucht. Das ist 2015er. Die Agnes, also hohe Weinbergslagen und ja, ganz neu in der Wein im Limit Familie seit letztem Herbst. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass es ein Chardonnay ist. Vielleicht ist der Tag heute doch nicht ganz so gut. Aber ich finde Südafrika, neue Ich Welt. meine, du warst sehr schnell in Südafrika. Kriegt man mit. Ja, sonst brauchst du jetzt nicht rausreden. Es sind ja auch nur vier Weingüter noch aus Südafrika. Aber es sind immerhin 350 Weine, aus denen man aussuchen könnte. Ah, jetzt mache ich, wollte ich ein bisschen aufmachen hier. Jetzt machen wir mal weiter. Ah, alles klar, jetzt geht's weiter mit Rotwein. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was du dir da ausgesucht hast. Also von der Farbe her erstmal ist der Wein ja in gewisser Weise so ein bisschen transparenter und nicht ganz so intensiv. Sieht auch aus, als wenn er schon ein ganz bisschen reifer hat. So sehr durchdringendes Bouquet an Cassis, schwarze Johannisbeer, Johannisbeerstrauch. Das finde ich sehr geil. Die Nase habe ich erst gedacht, oh Gott, ist der bei uns im Sortiment. Aber so vom Geschmack her, stramm. Schöne Frische, viel Tannin oder Gerbstoffe, so richtig schön zupackend. Für mich eher ein Wein aus Europa. Für mich auch eher ein Wein aus unseren Breitengraden, also moderateres Klima, nicht ganz so ein super warmes Klima. Die Nase ist total geil, so rote Beete kommt da mit rein und Spices und dann eben diese Kirschfrucht, die ganz bezaubernd ist. Und wie gesagt, ein bisschen Reife hat er. Also es geht nicht in den Bereich Burgund zum Beispiel. Burgunder, die so feiner und dezenter sind. Der Wein hat durchaus Gerbstoff, ist schon ein bisschen rustikaler oder zupackender. Ist aber auch nicht so überschwänglich, wie es jetzt zum Beispiel ein Wein aus Argentinien wäre oder aus Südafrika. Die haben häufig ein bisschen mehr Power. Also verorten würde ich den. Irgendwie, weiß ich, ich denke immer an Frankreich hier so bei diesem Wein. Das ist für mich sehr französische Attitüde, die dieser Wein hat. Also, und dann Frankreich, wir haben ja ganz ungewöhnliche Weine aus Frankreich. Zum Beispiel aus dem Südwesten. Kosmarin. So das erste Weingut, an was ich denke jetzt. Die Côte d'Azur oder sowas. Dieses Südwestfrankreich mit den autochthonen Sorten. Wobei, dafür ist er mir nicht rustikal genug. Ich meine, die Alternative dazu wäre vielleicht Italien. Nee, es muss Frankreich sein. Das muss Frankreich sein. Könnte Bordeaux sein, aber dafür fehlt ihm ein bisschen das Pfeffrige, diese Pepperiness, die Bordeaux haben. Also ich finde eigentlich mit Kosmarin Südwestfrankreich bin ich ganz happy. Aber ich finde den Wein eigentlich ziemlich cool. Also bin happy, dass wir das im Sortiment haben. Das finde ich total geil. Ich bin gespannt, was es ist. Es ist ein Wein, der für mich ein Essen braucht, der zupackend ist, der eine schöne Gerbsäure hat, der wirklich diese frankophile Sache hat. Aber man kann ja mal durchgehen, was wir aus Frankreich haben. Wir haben Bousschet Burgund, das fällt weg. Ich finde Bordeaux, da fehlt ihm ein bisschen die Intensität. Dann kommt man nach Südwest. Da finde ich, könnte es ganz gut hinpassen. Wir haben noch ein paar andere Sachen aus Südwest, von Côte Fronton, Négrette oder Gamay. Dann haben wir, wie gesagt, dann Kosmarin. Gibt es denn noch hier? Scheiße, keine Ahnung, nein, ich darf nicht gucken. Also, ich weiß es nicht. Ist es Kosmarin oder nicht? Nee, Frankreich ist richtig, Ja? aber du hast ein Weingut vergessen. Welches Weingut habe ich vergessen? Domaine de Ferraud. Domaine Ferraud? Ja. Ah, guck mal. Alles klar. Okay, sehr cool. Ist das ein Syrah? Okay, alles Das ist klar. der Essentiel Ah, der 2013. Essentiel. Aber weißt du was? Den habe ich auch noch nicht so häufig getrunken. Okay. Sehr witzig. Ja. Ja, sehr gut. Finde ich toll. Ist auch nicht teuer. Ist bezahlbar. Finde ich sehr gut. Also ist von der Reife her gut. Wie gesagt, Nase fand ich erst so ein bisschen bizarr und so.
Sehr, sehr guter Alltagswein. Also, ja, Provence. Also, Domaine de Ferro, Côte de Provence, Essentiel Syrah. Ja, why not? So, jetzt bin ich mal gespannt. Letzter Stoff. Noch ein roter. Ja, jetzt haben wir richtig dich mal was trauen können. Jetzt haben wir ein paar richtig teure Sachen aufmachen können. Wow. Hier, das sind ja alles hier. Ja, keine Angst. Ne? Also, dann gucken wir mal weiter. Letzter Wein. Alter Spalter. Das ist ja eine Sache hier. Der hat so eine Bittermandelnote, so Zwetschge, süß-saure. Am Gaumen auch recht fest, gute Gerbstoffe. So florale Aspekte, florale Noten, so blumige Sachen. Sehr spannend. Warte mal. Also das Land, was mir so in den Sinn schießt, ist Spanien. Spanien, vereinseitig hier schon gewisse Wärme, gewisse Intensität, aber Spanien eben aus einer eher moderateren Richtung, wo wir auch viele Sachen haben. Nicht die Sachen aus Madrid, von der Garnacha, eher diese Geschichten, die wir aus dem Ribera Sacra haben, aus der Mencia-Traube, die auch diese floralen und duftigen Noten haben kann. Ging auch so ein bisschen Italien, ging auch. Der Dolcetto hat das manchmal, aber der hat mehr Power und der Barbera hat mehr Säure. Und der Wein ist ein bisschen, in gewisser Weise auch rustikal wieder von seiner Gerbstoffqualität. Ist also auch ein Wein, der, finde ich, zu einem Essen gehört. Ich würde nach Spanien gehen. Ich würde jetzt nicht nach Übersee gehen, auch bei diesem Wein nicht. Nicht unbedingt Frankreich. Italien wäre noch vielleicht eine Variante, aber sehr eigenständig. Den Duft finde ich total schön. Sehr, also man denkt erst so, habe ich gedacht, Negramoll vielleicht aus La Palma zum Beispiel. Das finde ich sehr interessant. Das könnte auch sein, vielleicht der 15er, den 14er kenne ich etwas besser. Es könnte der Xabre sein. Ich gebe hier einen Tipp. Also es ist nicht Spanien, weil da verrennst du dich gerade nicht so. Aber die Nase kenne ich. So eine Scheiße. Kennt ihr das auch, Leute? Ihr habt einen Wein, das kennt ihr. Ihr wisst genau, welches Aroma. Ihr wisst genau, welcher Geschmack. Und dann, dann wäre es vielleicht... Ja, Portugal wäre natürlich eine Möglichkeit. Nee, supergeil. Aber auf jeden Fall schön duftig, super fein, recht robust von den Gerbstoffen. Ich kenne den Wein. Das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Also wenn es nicht Spanien ist, Portugal ist auch nicht, ne? Nee. Also das ist auf jeden Fall Europa. Aber ja. Aber dann wäre es ja nur Frankreich ist es nicht. Also wir sind dann Italien. Moment, Europa. Ah! Ich hab's. Gut Ogger oder Christian Schieder? Einer von den beiden. Gut Ogger wäre von dieser Duftigkeit her eher der, von Gut Ogger denke ich an den, die Josephine. Das ist allerdings nicht der Fall, weil der Wein ist zu hell dafür. Dann wäre es von Christian Schieder vielleicht ein Wein, also sprich Burgenland. Christian Schieder, es muss Kapitel sein dann. Kapitel 1, aber es ist 2014 wahrscheinlich. Richtig. Den ich nicht so gut kenne. Ich trinke immer lieber zurzeit den 13er, der ein bisschen mehr Power hat. Die 14er sind ein bisschen filigraner. Also, Österreich, Burgenland, Christian Schieder. Ah, ist 13er. Ist doch 13er. Guck mal, ist ja witzig. Alles klar, doch nicht 14er. Ich hätte jetzt gedacht, aber es ist interessant. Cool.
Na, immerhin. Also ein bisschen, was haben wir geschafft? Aber ich meine, am Ende, darum soll es bei einer Weinprobe gehen. Ich finde es auch mal gut, wenn man so ein ganz bisschen Hilfe kriegt oder so, wenn man sich jetzt total verrennt oder so. Nobody's perfect. Es macht einfach Spaß. Und Leute, ich sage euch eins, macht sowas mehr zu Hause. Genießt das Leben mit geschärftem Sinn. In dem Sinne. Tschüss und mehr Spaß im Glas.